wie die Wehen eingesetzt haben, dann hab's auch nicht verstanden, wie lange das vielleicht dauern könnte. Und da ist noch eine ältere Magd im Zimmer gewesen und die hat gesagt, ja, Marian, jetzt musst du aussehen. Ja, wie? Ja, zu Fuß gehen halt, ich geh mit dir. Ja, dann bin ich aufgestanden und dann sind wir halt gegangen. Die Bayern hat da überhaupt nichts gesagt. Waren Pferde genug und Stall gewesen, dass wir aus der Vier nehmen können. Und dann sind wir gegangen. Und dann, wenn wir beim Sägewerk waren, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr lesen. Ich sag, ich kann nicht mehr. Ich muss mich jetzt niedersetzen. Und wenn ich jetzt das Kind kriege, ich weiß nicht, wie es zugeht. Und dann hat sie gesagt, ja, warten wir halt ein bisschen. Und dann hat sie nachgelassen, dann sind wir wieder gegangen. Sonntag war, und da hat sie 6 geleitet. Jetzt war es nur genau 6 gewesen, weil es geleitet hat. Dann sind wir auf und zu der Mutter gekommen. Ja, die Mutter hat gleich aufgemacht und ja, was ist los, ja. Jetzt bin ich halt da mit meinem Bauch. Jahr gekommen. Da hat mich eine Bäuerin geholt, also die hat sich halt eingebildet, ich soll zu ihr kommen und sie wird halt schön schauen auf mich und ich werde es recht gut haben. Die Tante hat mich dann hingegeben und da war es halt nicht gar so gut. War das von vornherein klar, dass sie Magd werden? Ja, 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 immer. Ich bin schon geschaut, wenn ich zu den Bauern gegangen, ein bisschen helfen. Da habe ich einen Tag einen Schilling gekriegt. Ich sag, das war Geld. Mein Gott, das war so eine Freude. Das kann man gar nicht sagen. Und die Eltern waren dann oft zum Teil wieder froh, wenn sie ein paar Tage kein Essen braucht haben für ihr Kind. Ja, ja, die Zeiten waren ja nicht gut. Ich bin ein verschenktes Kind. Meine Mutter nicht kennt. Der Vater hat mir zur Fürsorge gegeben. Dann bin ich halt so zu fremden Zwiebeln gekommen. Ne? Bis zu 6 Jahren, dann haben wir vom Vater die Großeltern gekommen. Die Eltern kommen vom Vater. Bis 12 Jahre, und bei 12 Jahren war ich dann Bord müssen, als Hirtenmauer. Bei meiner Mutter war ich überhaupt nicht, nur bei fremden Leuten. Ich sage, wir müssen schon packen. Um 5 Jahre auf den Stall. Und dann habe ich halt Bad habe ich nachher 7 Kühe gemacht, war vielleicht 10 Jahre alt. Und dann habe ich Milch angetraut und zum Schluss habe ich nachher beim Butterfassel drehen bis 7:30 Uhr, dann konnte ich in die Schule laufen. Am Anfang haben sie mich überhaupt nicht in die Schule gehen lassen. Da habe ich müssen Kühe halten, bis das einmal ein Gendarme ist gekommen und mich hat in die Schule geführt. Hat sich denn Ihre Mutter nicht um Sie gekümmert? Ja. Als cool Magd hat sie in der Früh, zum Mittag und auf die Nacht müssen da sein. Also ist ja praktisch unmöglich gewesen. Da irgendwie hat gedacht, die Tante schaut wohl auf mich. Sie hat ja gar nicht gewusst, dass ich irgendwo anders bin. Zum Knecht, zum Magd wurde man geboren. Es waren Kinder von Landarbeitern, Keuschlern, Dienstboten, die auf fremde Höfe kamen, weil zu Hause nicht genug zum Essen da war. Es waren aber auch Bauernkinder, die nicht das Privileg der Geburt besaßen, den elterlichen Hof zu erben. Auch sie hatten meist keine andere Wahl und wurden Dienstboten, oft bei Verwandten. Und so aufstehen müssen mit die Mette, und ich war Sommer um 4 und im Winter um 5 und hat schon arbeiten. Und auf die Nacht habe ich noch müssen auf die Kinder schauen. Und wo,
Dort habe ich mir gedacht, mein Laptop mag ich kein Kind nicht, weil die sind so schwer, so dass ich direkt einen Buckel kriege. Das Ärgste war die Milchviehen in der Früh. Und da haben sie keine Zeit gehabt, kein Pferd, nichts haben sie gehabt, jetzt haben sie Hunde gespannt. Natürlich, ich war auch noch klein und schwach. Ich bin den Hund gar nicht her gewesen. Zwei Milchkannen um und wie beim Berg runter. Und wir sind Hasen oder Reh gesehen haben, sind sie, haben sie durchgetraut. Umgeschmissen, das Wangel, alles angerissen, das ganze Zusammenzeug, alles verzerrissen. Ich bin hingesetzt und habe gewarnt. Und ist mir da nachher nicht nachgekommen mit der Arbeit. So war es halt bei mir. Nachher hat es geheißen, habe ich mich jetzt am Tisch zu gesetzt. Dann hat es geheißen, was tust du eigentlich da beim Tisch zu? Du hast da halt nichts verloren, du hast da halt nichts verdient. Geld hat es keins gegeben. Hat es kein Geld nicht gegeben. Da hat es noch ein Brot gegeben und eine Milchsuppe. Wo warst du? Da war nicht lang geredet, bumst, die hast du auch nicht umgekriegt. Nicht? Und hast halt deine Schläge gekriegt. Nicht? Wenn die hast du ja noch verdient, hat es geheißen. Nicht? Die haben da mal zu Gauri gehabt, wenn sie so einen kleinen Tropf haben können, necken und ratzen. Ja, für mich war es nicht recht, ein Gauri. Ich habe einen gehabt, der mir geholfen hat. Und da weiß Rosi nicht angeschert. Dann haben wir die Bäuerin gehabt am nächsten Tag. Jetzt haben wir eine Handvoll hoch ausgerissen und gehabt. Damals ist mir bloß was gegangen. Da hat es keine Schuhe nicht gegeben beim Halten. Da ist der Reib schon da gewesen. Wenn du nicht gerannt bist, dann sind dir die Füße abgefallen. Die Bekleidung war schlecht. Schuhe gab es nicht. Die Kinder versuchten, die gefrorenen Füße zu wärmen. Auf ihre Art. Aber wissen, haben wir da die Viecher gehalten, ne? Und dann die Büsche haben das auch rein. Das ist recht schön warm gewesen und dann hat uns das auch wieder gefroren. Ne? Habt ihr euch damals viel gewaschen? Die ganze Woche gab es nichts. Erstens war weder Bad noch englische Toilette noch Waschbecken. Wenn du gerade einmal wo bei einem Bachland bist, vorbeikommen und die Augen waren einmal so verpickt, dann hast du mal so mit beiden Händen reingegriffen und hast dann mal so angefahren oder und mit den Socktierchen ein wenig abgetrickelt und der Fall war erledigt. In der Früh ist einer so ein Holzschäferl, ein Wasser eingestellt worden und da haben sie sich alles Gesicht gewaschen. Ich habe es aber eintragen müssen. Ich habe mir als erstes Gesicht gewaschen, weil nachher hätte ich mich lieber gar nicht gewaschen. Und da war ein 4 Meter langes Handtuch und da war so eine Rolle und da haben sie so gerührt und da hat sie eine ganze Woche jeder abgetrocknet. Der Körper selber oder der Sonntagsstuhl, ich weiß nicht, wie meine, einen Monat meine, hat man das gar nicht gesehen. Wie es bei den Frauen war, das weiß ich nicht, ich habe nie keiner zugeschaut, aber gesehen habe ich auch nichts. Wenn wir da gewaschen haben, da haben halt die Weiberleute, haben wir gesagt, früher, die haben da einmal gebot. Und das war ein Jahr vielleicht ein 5-mal oder 6-mal. Aber sonst, was ich die Männerleute gewaschen haben, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Eine Alm bei Heiligenblut in Kärnten. Andreas Kranig kommt als uneheliches Kind zur Welt. Seine Mutter ist eine arme Bauerntochter und liefert ihn bei der Großmutter ab. Als seine Tante den großmütterlichen Hof übernimmt, muss Andreas gehen. Er wird Knecht und verdingt sich als Almhirte und Senner. Die Tatsache, unehelich geboren zu sein, bestimmt verhängnisvoll sein Leben. Thank you.
Wer sein Vater war, hat ihm niemand gesagt, bis er es eines Tages durch Zufall erfährt. Ja, ich bin ganz ein unerwünschtes Kind, mich jetzt gar nicht geben dürfen. Ja. Und halt, da soll ich halt noch einmal bei den Kirchen gehen. Und dann hat mir mit also einer alten Frau, hat mir es halt noch gesagt, das sollte mein Vater sein. Ja, früher haben wir es nicht gewusst. Ja, der Kammermeister war er halt. Wenn ich aber bei seiner Haustür vorbeigehe, nicht, das ist, ich habe mit dem nichts geredet und der mit mir nicht, nicht. Und ja, dann haben wir nicht schon keinen Kontakt gehabt mit ihm da nicht. Der wohlhabende und angesehene Vater und Bürger hat mit seinem Sohn, dem Knecht, nie ein Wort gesprochen. Und er hat nicht einmal die von Amts wegen vorgesehenen Alimente bezahlt. Im Zweiten Weltkrieg wird Andreas Granik Soldat. Zum ersten Mal besitzt er ein Gewehr. Bei Kriegsende muss er es wieder abgeben. Wenn ich, also, wenn ich das Gewehr hier dran gebracht habe, von Krieg, ein Wilderer war ich geworden. Hey, weil das Gewehr ist ja so gut gegangen, so genau. Na ja, Jager bin ich keiner. Jagen und Wildern ist Andreas Granik nie gegangen, aber er besitzt Geweihe. Wie kamen sie in seine Wohnung? Ja, eins habe ich im Sommer gefunden, stand über ein Blatt nachgefallen. Wenn es nicht so weit weg war gewesen, hätte man das Fleisch auch noch können verwenden dort, als ein Hirsch. Weil das süß ist. Und in Leisen das Geweih getan. Und da hat er viel Ängsten ausgehalten, dass der Jager ja nicht draufkommt, dass ich da so ein Hirschgeweih habe. Aus Angst, das Unglück seiner eigenen Geburt zu wiederholen, verzichtete er auf Liebe. Und gar zu heiraten und einen Hausstand zu gründen, war ihm als junger, besitzloser Knecht nicht möglich. Nun hatte Andreas Granik endlich eine eigene Wohnung. Nun sucht er zum ersten Mal eine Frau. Ja, jetzt war es eh recht. Recht war es jetzt wohl. Da habe ich Home. Weil man wird alle älter. Da kann ich ja mal krank werden. Weil da haben wir auch die Nachbarn. Wenn die Wohnung nicht zugesperrt, nicht, dann schaut ja kein Mensch, wenn ich nicht gleich einfach selber noch rauche. Melde oder was. Bei Familie Schöckl in Steinbach, Oberösterreich. Die Schöckls haben in den 50er Jahren geheiratet. Bis zu ihrer Eheschließung arbeitete Maria Schöckl als Magd. Sie hatte kaum noch auf eine Ehe gehofft. Alois Schöckl war bereits verheiratet und Melker. Da starb seine erste Frau. Für seine damals 11-jährige Tochter suchte er eine neue Mutter. Wie fanden die Schöckls zueinander? Ja, so, ja, ja. Die, mein Gott, ist. Da habe ich halt erfahren durch Milchkontrolleurin, die ist überall hingekommen, Probe möchten, nicht? Und da hat sie mir so gesagt, dass du bei den Bauern eine war, nicht? So halbwegs eine, die was für mich passt, nicht? Das, ja. Da habe ich halt ein wenig geschaut, wie es ausschaut, nicht? Und oft habe ich einen Brief geschrieben, nicht? Den hat mir das Dirndl hingetragen, nicht?
kennt Heun ja nicht. Dann habe ich einen Brief gelesen, na ja, und dann haben wir halt einmal zusammen Verlass gemacht. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir das Dirndl so imponiert, dass ich eigentlich gar nicht Nein sagen hätte können. Und ich muss sagen, es hat mich noch nie gereiht. Na ja, und wie lange haben wir uns dann gekannt? Ein halbes Jahr. Da habe ich geschaut, dass er mir ja nicht mehr auskommt. Wer weiß, ob ich noch an der Wiese steht. Der Sommer war die schlimmste Jahreszeit für das Gesinde. Da hieß es arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Freie Zeit gab es kaum. Denn auch an Sonn- und Feiertagen musste zweimal täglich die Stallarbeit gemacht werden. Um 4 Uhr in der Früh ist man aufgestanden. Dann ist man in den Stall gegangen. Um 6 Uhr war es zu der Suppen. Dann hat man die Außenarbeiten angefangen. Um 9 Uhr hat man die Außen gekriegt. Und dann ist man wieder rausgegangen. Und um 11:30 Uhr war es zu essen. Nein, natürlich zum Mittag auch in den Stall gehen, nicht? Man auch wieder müssen. Und um 3 Uhr Nachmittag hat es nur einmal die Außen gegeben. Und um 17:30 ist man wieder in den Stall gegangen und hat man gearbeitet bis um 7:30 Uhr. Die Knechte haben halt das ganze Jahr außen gearbeitet, in der Freie. Und die Mägde haben bei halt da herinnen was gearbeitet. Aber ich war meistens bei den Männerleuten. Meistens. Ja, ich bin lieber mit ihnen gegangen, weil da habe ich dann auf den Abend mit meinem Spinner als Spinner gebracht. Da habe ich frei gehabt wie die Männer. Und die, was den ganzen Tag herin waren, haben bis 8 Uhr auf die Nacht noch mit dem Spinnerl wollen oder Hanf oder Werch spinnen müssen. Das habe ich nicht gebracht. Das war mein Vorteil. Und mir sind Männerleute überhaupt lieber gewesen, zu arbeiten wie die Weiberleute. Im Namen des Vaters und seines Geistes, am Herrn, die Speise und Samen, der Vater und der Richtige, Beim Essen hat der große Knecht angefangen und dann ist es umgegangen. Laderei. Der große Knecht, der große Knecht, die Tieren, dann die Mitte Tieren und dann das Küchenmensch. Und der Bub war noch da. Die meine dann die Frauen, ja. Auf kleinen Höfen aßen die Bauersleute gemeinsam mit Knechten und Mägden aus einer Schüssel. Doch je größer der Betrieb, desto größer die Unterschiede. Christine Sallinger war Köchin auf einem Gutsbetrieb. Sie kochte 2 Menüs. Eins für die Villa, eins für das Gesindehaus. Ja, das Essen, das für uns herum in der Villa, das war ja gut, kann man nicht sagen, es war recht gut. Aber im Mauerhaus, das war schon ein bisschen schlimm. Gut, das Einzige war, es war viel Gesöchtes und das waren die Leute auch sicher recht und das war gut. Aber sonst ist das ganze Jahr für die 20 Leute, die dort beschäftigt waren, nicht ein einziges Ei verwendet worden zum Kochen. Das Sterz oder Knödel ohne Ei. Und dann ist das mit Schweinefett, ist der Sterz gekocht worden oder mit Rinderdall, ich weiß nicht, wie das heißt, Inslert halt. Also gut war das auf keinen Fall. Die Leute haben sehr oft Magenweh gehabt, weil das war schwere Kost. Ja, man hat das ja fast nicht von Löffel runtergebracht, das war grauslich. Andreas Schöckl arbeitete auf mehreren Höfen, kleinen und großen. Das war bei der Gutsverwaltung damals und überall bei den Großen, dass wir so wenig zu essen gehabt haben. Ob in Stall als Milcher, da haben wir sich helfen können. Weil da haben wir Milch gehabt, da haben wir Milch auf Zeiten, da haben wir 10 Liter Bisschen und es waren da 4-5 Milcher. Ne? Und da haben wir Eier, haben wir erwischt, da hat es nichts gegeben, da haben wir dann noch keinen Hunger gelitten. Weil die haben so wenig gekocht, wenn man da Kalbe getränkt hat und da haben sie gleich zu essen, alle haben von einer Schüssel gegessen, nicht? Da hast du nichts mehr erwischt, was du da später gekommen bist. Da haben sie nichts gekannt.
Und wir haben uns schon geholfen nebenbei wieder. Nicht? Da hat es nichts gegeben. Urlaub gab es kaum. Doch verhalfen die Heiligen der Bauern auch deren Dienstboten zu kargen Ruhestunden. Zu Floriani, Josef, Martini, Leopold oder Sebastian wurde weniger gearbeitet. Doch ausschlafen konnte man sich nicht. Da hieß es früh morgens zur Messe. Wenn man zur heiligen Beichte gegangen ist, da hat man der Bayern müssen daheim das Büdel, was der Herr Hochwürdige hat aus dem Fenster lang gesteckt, vorweisen, damit sie haben gesehen, aha, der war tatsächlich bei der Osterbeichte. Und das hat natürlich auch einen freien Tag gegeben. Da hat man auch nichts brauchen arbeiten. Wenn es gerade alle Strickkrisen haben, ich habe zumindest einmal von meiner Mutter das Beichtbüttel ausgeliehen und habe es ihr nachher wieder zurückgegeben. Gebetet und gearbeitet wurde gemeinsam, gefeiert getrennt. Ja, also Weihnachten hat es bei den Bauern früher kein Geben, nicht für uns. Nicht? Dann abends war es zum Essen wieder normal. Und dann sind die verschwunden und wir sind da alleine da gesessen und die haben in den Zimmer separat Weihnachten gefeiert. Und wir haben da weiter nichts gemerkt davon. Auf den Abend haben wir gekriegt, ein Käse und die Männer einen Schnaps und dann so ein Gläschenbrot und die Frauen haben einen Kaffee gekriegt. Aber Christbaum war keiner, da war nichts. Und dann haben sie von einem Schweinskopf, einen alten Schweinskopf haben sie gekocht, der war schon ein Jahr der Sich war. Das hat der erste Knecht und die erste Dirn, die haben daheim bleiben müssen, die Heilige Nacht. Und wir in die Kirche gehen müssen, wenn wir heimgekommen sind, haben wir den Schweinskopf gekriegt. Der hat gestunken wie ein Käse, aber wir haben ihn schon gegessen. Und so hat er geschmeckt. Von einem Festtag habe ich überhaupt nichts gehabt, wie Arbeit. Aber Christbaum, wie ich dann in Carbon war, da haben wir zu ihrer Schwester, zu Nachbarn, Christbaum schauen dürfen. Aber kriegt man nichts. Johann Kirschner kam 1945 nach Österreich. Als Volksdeutscher wollte er nicht nach Rumänien zurück. In seiner Heimat war er Bauernsohn gewesen. In Österreich wurde er Knecht. Vom Herrn zum Knecht. Ja, nur gut gefiel war das nicht. Da war man Herr im Haus. Und hier haben wir parieren müssen. Das ist ja klar. Wie ich gekommen bin und gesehen habe, dass man eben nicht mehr Herr ist für sie. Das war dann eben schon schwer. Habe ich schon in der Nacht immer geweint für mich. Aber naja, das heilt wieder und verlebt sich wieder und so. Anfang der 60er Jahre, als die Maschinen und die Landarbeiter endgültig ersetzten, geht Johann Kirschner als Arbeiter in die Fabrik. Dort war ich dann wieder, Herr für mich. Nicht? Da war ich in dem Betrieb und habe ich mich vorgearbeitet. Ich bin 14 Jahre da gewesen, habe mich dort vorgearbeitet und habe gut verdient. War praktisch, da hat es mir praktisch gefallen, ist ja klar. Und weit mehr verdient, ist ja klar, wie bei den Bauern. Und das hat mir schon wohl gefehlt. Zurück in die 30er Jahre, in die Zeit der großen Arbeitslosigkeit. Der Wiener Arbeiterbub Karl Dassler findet keine Stelle und geht als Knecht nach Hollabrunn, Niederösterreich. Schon bald gründet er eine Fußballmannschaft. Das erste Jahr besucht Karl regelmäßig die Messe. Dann kennt er das Evangelium auswendig. Das war ja für jeden Sonntag das Evangelium, einmal von Lukas, einmal von Matthäus und wie die ganzen Heiligen halt heißen, oder die Aposteln besser gesagt. Und da hat man dann schon ein bisschen schwindeln können beim Kirchengehen. Da hat man brauchen dann nur, wenn die Messe aus war,
sie irgendwie vor der Kirche zeigen, damit, wenn die Bauersleute und auch andere rauskommen, aha, er war eh in der Kirche. Nicht? Und wenn es nicht ganz geglaubt hat, dann, was war denn heute für ein Evangelium? Und damit wird der Beweis erbracht, ich war in der Kirche. Nicht? Statt in die Kirche borgt sich der Wiener das Motorrad des Bauernsohnes, der nicht wagt, die Messe zu schwänzen. Selbst hätte Karl keine Maschine kaufen können. Sein Arbeitslohn beträgt 1 Schilling pro Woche. Der Schilling ist natürlich auch nicht pünktlich in der Woche bezahlt worden. Da hat der Bauer schon ein paar Schilling zusammenkommen lassen. Und dass man ihm dann vielleicht gesagt hat, Herr, die eine redet vom Bauern, war immer Herr. Genauso wie die Frau angeredet wurde mit Frau. Niemals der Familienname dazu, sondern nur Herr oder Frau. Was soll ich machen? Herr, was soll ich machen? Oder Herr? Ich sind schon wieder 7 Wochen beieinander, ich brauche einen Schilling. Das ist dann bezahlt worden. Hetzen war bei mir nicht drin. Was gemacht ist, ist gemacht worden. Und was nicht gemacht ist, war, na ja, ganz nicht anders. Im Fotoalbum des Fashion Wieners findet sich so manche Dorfschönheit. Das hat nicht nur eine Streitigkeit gegeben von der Elternseite dieser Mädchen, dass die gesagt haben, los, die da von den Werner nicht für einen anderen halten. Ich habe mir dann eine im Besonderen angelacht gehabt und die ist auch ruhig mit mir fortgegangen. Aber natürlich streng sittlich am Abend daheim. Sicher. Später natürlich dann ist die sogenannte Fenster angekommen und da war es natürlich dann kritisch, weil da waren die Eltern dieser Mädchen natürlich sehr auf Draht. Weil die Menschenkammer, hat man damals gesagt, die war ja immer abseits der elterlichen Schlafräume und so. Na, und dann der Hund, ne? Die Hunde. Ne? Aber die haben wir dann auch so weit gebracht, dass es ruhig war. Ne? Zugänglich gespielt haben sie zum Teil und halt geredet. Es ist halt geredet worden eine Nacht. Und dann ist es wieder ausgegangen. Und sonst nichts? Nein, vom Fenster hat sie sich nichts abgespielt. Da war die Bayern ziemlich drauf. Die Bayern ist oft die halbe Nacht auf der Stirn gesessen, eine Kerzen oder ein kleines Laternerl nebenbei und aufpasst. Und dann der heilige Florian hätte aufpassen sollen am Balkon lassen. Da ist er so eine Mauergewehrnummer und da hat der Tochter, ihr Liebhaber, der ist da oben über dem Balkon, neben Florian und der Bayerin vorbei und hat bei der Tochter geschlafen. Nur ist das so gewesen, dass man beim Fenster gern selten allein war. Da ist man immer zu zweit, zu dritt gegangen. Da waren immer 2, 3 Dirnlern drin oder gar 4. Ja, oft einer hat die Chance gehabt, dann hinten bleiben, da sind die anderen 2 weitergezogen. Weil man will das eh nicht stören beim Geschäft. Ne? Und einmal haben sie uns einen alten reingeschoben, so ein kleines Mandel. Da haben sie die Fensterspange auseinandergebogen und den haben sie reingeschoben. Und wir haben geschlafen. Und die werden unter und sich den Steh, haben wir Watschen gegeben, als er tot gelegen ist. Mei, sag er, da ist ein Besi. Ich habe nicht gewusst, was der tut. Dann ist er wieder raus. Allein war ganz selten eine. Gemeinde sind 2, 3 drin geschlafen. Ein Bett da, eins in einer Ecke und eins in so einer Ecke da. Und so eine Dirndl hat die oft einmal gar nicht gewusst, wer da dran ist. Oder so eine gar nicht gewusst, wer da dran ist. Und da sind sie super am Fenster, so 2, 3 einige gekrochen. Da habe ich gesagt, nein, jetzt dann links, dann rechts. Und dazu sind sie heute mal da. Ne, das war so. Ja, mei, da sind sie auf die Nacht gekommen und haben da angeklopft, ne, und haben da reingeredet. Und, na ja, und wenn einer nicht zugesagt hat, dann hat man sie nicht gemeldet.
Und umgekehrt, wenn man es kennt hat, das ist der und der, dann hat man sich dann gemeldet und da hat man halt dann noch ein leicht plaudert, ne? Aber die Bauern haben es auch nicht hören dürfen. Ja, in der Früh ist man dann oft nicht so ausgeschlafen gewesen. Ging Maria oft tanzen? Nein, eigentlich nicht. Obwohl es mich halt reut, dass ich das Tanzen nicht gelernt habe. Und dann war ja dann auch der Krieg zur Vorbereitung gewesen. Und dann war der Krieg, dann war es ja sowieso aus. Und so nicht nichts an den geguckt. Und dann haben wir mit den Ausländern arbeiten müssen, das war auch nicht gar so. So. Da hätten wir nichts reden sollen mit den Leuten. Beim Tisch hätten sie nicht sein sollen, beim Essen. Zweiter Weltkrieg. Die Männer sind eingerückt. Zwischen Männer- und Frauenarbeit gibt es plötzlich keinen Unterschied mehr. Bäuerinnen und Mägde pflügen die Felder, führen die Rösser. Kriegsgefangene kommen auf die Höfe, zur Arbeit. Alles andere ist streng verboten. Die damals 17-jährige Schwester von Maria Schöckl verliebt sich in einen Franzosen. Ja, wie es aufgekommen ist, dass schwanger war, dass schwanger ist. Naja, das dann haben sie es einmal verheert. Und das ist eigentlich gar nicht so leicht, das zu erzählen. Und uns hat es recht laut da, nicht? Sie hat dann ins Lager müssen. Und weil wir ja nicht gewusst hat, ob es wieder zurückkommt, sie hat uns dann hat uns einmal erzählt, dass sie oft nicht gewusst haben, ob sie in die Gaskammer kommen oder ins Boot. Nicht eine Schwester ist eine Schwester. Das ist ja so gewesen, als wenn es uns selber betroffen hätte. Sie hat dann ja lauter, weil sie ja wirklich. Aus vielen Dörfern werden junge Mädchen wegen unerlaubter Liebe in die Konzentrationslager verschleppt. Oft genügt ein Hinweis eines Nachbarn, der nur seine Pflicht erfüllt. In Uttendorf, Pinzgau, wird 1944 die junge Magd Franzi verhaftet. Ihre Mutter erinnert sich. Franzi hat noch auf der Fahrt, wahrscheinlich in Prag, wäre es einen Brief rausgeschmissen, am unterwegs hat sie geschrieben. Da hat sie mit allen noch Abschied genommen. Hat's? Ja. Und mit der Großmutter noch eine ganze Energie. So. Und daheim, wie es weg ist, hat sie gesagt zu meinen Schwestern, wahrscheinlich kommen wir nicht mehr zurück. Ja, ja. Meine Tochter noch ist auf Ramsbrück gekommen. Ja. Auf Ramsbrück. Und da hat sie mir drei Briefe geschrieben. Und da ist er drin gestanden, mir geht es gut. Ja. Und sie hat gut. Wahrscheinlich ist das so, dass die Hund ums Trissen hat eine gesagt. Die Hund, die SS Hund ums Trissen. Ja, das kannst du dir vorstellen, wie mir das gewesen ist. Da morgen ein paar, als wir das kennen. Siernitz in Kärnten. Richard Alesch ist Knecht auf einem Bergbauernhof. Da verliebt er sich in eine Bauerntochter. Die unstandesgemäße Liebe wird erwidert, doch schließlich siegt die Vernunft. Die Bauerntochter heiratet einen Bauernsohn. Richard war unehelicher Sohn eines Knechtes und einer Kriegerswitwe. Mit 12 Jahren musste er von zu Hause weg. Er wird Knecht. Manchmal ist der Bauer längere Zeit verreist. Da ist die Bäuerin allein.
gehabt. Und wenn er nicht daheim war, dann habe ich immer müssen bei ihr und oben schlafen. Da bin ich immer so weit an dem Bett rund raus, dass ich bald war rausgefallen. Dann hat sie gleich zu mir gegriffen und hat gesagt, dass die rausgefallen, Bibli. Und sie gesagt, lieg doch ein bisschen her weiter. Nein, nein, passt schon. Und ich habe so eine Angst gehabt. Also mir war das ein fremdes Ding. Nicht allzu lange. Wo trafen die Knechte ihre Mägde? Im Bett wenig. Weil da hat man immer die Furcht gehabt, dass da einer da nicht mehr hört. Und das hat man auch nicht wollen, weil der hat nachher das ein Gewinner, habe ich nur noch dann erzählt. Und ja, der hat auch mit der und der ein Verhältnis gehabt. Und da hat man sich vielleicht die ganzen Luftpatronen ausgeredet und hat gesagt, weißt du, was treffen wir dann los und dort. Und wenn sie es ehrlich hat gemeint, dann ist sie auch dorthin gekommen. Und da ist man schon hin zu den Platzlern und hat schon gesperrt, ob nicht irgendein Gabur wäre, wie es belauscht oder beaugopfelt oder und so weiter. Und so unerfahren, wie man halt war, zack, zack und dahin, und wir können es wieder stier auf die Kuh und fertig war der Fall. Sie ist in die andere Richtung geflogen und die in die andere und dann auf Rührbahn vorste, hat man sich gegenseitig gar nicht mehr nicht können anschauen, weil man irgendein schlechtes Gewissen hat gehabt. Aber da hat er doch einer gesagt, hast du die Bubble aufgepasst? Zum Kind will ich noch keins. Wenn ich ein Kind kriege, dann kann ich dann einmal in Dienst bleiben, dann muss ich heim zu der Mutter oder muss ich wohl in die Wohnung gehen, wer wird für mich zahlen oder für was will ich leben und du verdienst auch nicht so viel. Und diese Probleme waren jetzt eben der Hauptgrund, warum sie eigentlich alle so vorsichtig sind gewesen von Haus aus. Und eins muss ich auch sagen, so ein, zweimal in der Nacht hat es nichts gegeben. Da waren die Dirnle so viel dann auf Draht, dass ich ihm gesagt habe, einmal darfst du, Gott weiß mir nicht mehr. Zu oft passierte es dennoch. Für die 17 Jahre ältere Schwester muss Richard die Alimente eintreiben. Laut Bezirksgericht Gurk ist der Herr für ihre Kinder verurteilt worden zu 3 Schilling im Monat. Ja, und gezahlt hat er die halt auch nicht. Und dann hat das Gericht einen Vormund bestimmt und das war ich. Und da habe ich müssen hingehen zum Jocklein bei Snecken und sagen, du, mein lieber Freund, du, der Lös hat schon, ich hätte schon 5 Monate nichts gezahlt. 35, 15 und 15 Schilling. Von meinem Wohnort habe ich müssen 2 Stunden zu den Bauern hin marschieren und dann wieder 2 Stunden zurück. Aber weil ich mir gedacht, warum soll der die Kinder machen und zahlt nichts? Also das tat ich für einen Schuft halten. Wenn er ein Kind anschafft und dann so, schau wieder raus, kommst du mit. Aber die Zeit war halt eben so schlecht und ich kenne ja Bauern, die was zu Allerheiligen haben gesagt, ich will die nicht rausschmeißen, die Kost passt mir kriegen, aber bis zu Ostern kann ich da nichts zahlen. Und was ist jetzt gewesen, wenn einer ein paar Kinder hat gehabt, von Allerheiligen bis Ostern hat er kein großes Geld gehabt. Er hat zwar wohl zum Fräsen gehabt, aber nichts zum Zahlen. Ohne Geld keine Zukunft. War Richard alles unglücklich, wenn ein Mädchen ihn verließ? Eigentlich nicht. Weil ich mir immer gesagt habe, wenn sie irgendeine bessere Chance, oder die hat es ja gegeben. Es sind ja Bauernhöfe gewesen, sagen wir, mit 2 Besitzungen oder was. Und dann hat man halt gesagt, gut, an mir findet sie nichts, ich bin ja Knecht, ich bin immer ein Knecht. Und dort hat sie halt eben gesagt, da habe ich vielleicht eine Chance, ein Bayern zu werden oder ich könnte da eine Tischlerin werden oder ich könnte eine Schmiedemeisterin werden oder ich könnte eine Schneiderin werden oder eine Schustersfrau oder so weiter. Und da hat sie halt schon ein eigenes Heim gehabt und die hätte das ja schaffen müssen und das war mir einfach nicht, überhaupt nicht möglich. Das war mir nicht möglich. Und deshalb hat man auch das, und kann ja mal verübeln, wenn man so gesagt, du, ich lass dich stehen, also du, zu mir brauchst du nicht mehr kommen. Musik.
Alois Schöckl, 1909 in der Steiermark geboren, zog als Senner und Melker vor dem Zweiten Weltkrieg durch ganz Österreich. Fast jeden Sommer verbrachte er auf einer Alm. Das war auf der Alm, was gestrungen waren und Fidel tanzt und gesungen und da Menschen. Da hat es sich gegeben. Bin heimgegangen. Auf den Sommer folgte der Winter. Ich habe eh eins gehabt, ein Unheiliges. Ist mir oft gestorben. Ja, meine Großmutter hat das Glück gehabt. Die hat auch 6 Unheilige gehabt. Nicht? Und ist oft zu einem Gebirgsbauern hingeheiratet. Da hat es oft ein paar Kinder gehabt, eheliche, nicht? Da ist auf der Mauer gestorben. Und da hat es oft auf der Ebene und der Großbauernhaus und Skier dazu da. Und da hat es oft einen geheiratet, einen Holzknecht, aber einen Tüchtigen, der ist auf Bau gewesen dort. Da hat es oft auch wieder 2 Kinder gehabt, jetzt hat es oft 4 eheliche gehabt und 6 uneheliche. Nicht? Da hat sich was da. Schwanger bin ich gewesen, habe ich gearbeitet bis zum Schluss. Da habe ich missbraten müssen, da war der Mischer ganz gefroren, zusammengefroren. Der Chef gesagt, den müsst ihr auseinanderbraten, weil wir möchten nur vor der Schnee kommt einhocken, dass eine kommt in deren. Und da habe ich furchtbare Schmerzen da gekriegt und dann hat mein Bauch wieder weh da und dann sage ich, jetzt bin ich auch nicht gegangen und dann habe ich eine Totgeburt gehabt. Und zwar ich allein mit der, die hat da das Kind gekriegt und hat natürlich Wehen gehabt und geschrien und die, alle 2 haben Angst gehabt. Sie hat mich immer gebeten, ich soll sie ja nicht verlassen, ich soll bei ihr bleiben. Na hier und da hat sie mir ausgeschaut, ob die Hebamme kommt oder die kommt nicht. Und mit der Zeit nachher, die Wehen sind immer stärker geworden. Dann hat sie die Decken runtergeschmissen und hat zu mir gesagt, dass sie schauen, ob das Kind kommt. Ah, das war für mich ein Schreck. Christine Sallinger war erst 8 Jahre, als sie der Magd bei der Geburt beistand. Die Bauersfrau hatte die Erstgebärende ihrem Schicksal überlassen. Da war das Kind gekommen ist, habe ich nicht mehr hingeschaut. Das hat mich so erschüttert. Ich bin wohl bei ihr geblieben. Und das war aber dann bald vorbei, das Geschrei. Nicht? Nachher hat sie die Decken wieder aufgezogen. Und dann hat sie aber gesagt, jetzt muss ich sterben. Sterben mitsamt dem Kind, weil niemand da ist, der ihr hilft. Und die habe ich in der Schule gelernt, also, dass man so ein Kind muss Not offen, wenn es auf die Welt kommt und nachher also sterben soll. Jetzt bin ich runtergerannt in die Küche. Und im Kastel, da waren halt Flaschen, Essig, Öl und alles durcheinander. Und halt auch Weichbrunnen. Und die Lavischer Flaschen. Und bin wieder aufgerannt in die Kammer und habe wollen das Kind Not taufen. Und wie ich den Weichbrunnen so aufgespritzt, habe ich gesehen, dass Petroleum ist. Marianne Praschberger, 82 Jahre, arbeitete als Magd im Pinzgau. Da wurde sie schwanger. Als die Wehen einsetzten, musste sie den Hof verlassen. Sie ging zu ihrer Mutter zurück. Um 10 Uhr auf die Nacht habe ich dann entbunden. Und dann hat die Mutter gesagt, jetzt müssen wir geschwind von Vatern, von Großvatern, von meinem Vater mit, ein Hemd haben, ein altes, was er schon getragen hat die ganze Woche oder meinetwegen länger. Und da muss das Kind eingewickelt werden als erstes. Weil dann hat er rechte Liebe dazu, weil das Kind haben wir sehr gehalten müssen, ich habe ja keinen Platz gehabt. Jetzt, wenn der Großvater keine Liebe hat dazu, dann was sollte man nachher machen? Wohin damit?
Apollonia Peyer behält ihr Kind zunächst bei sich. Zur Arbeit auf das Feld nimmt sie das Kind mit und legt es auf den Boden unter einem Baum. Ja, da haben wir aufs Feld bin gegangen, ich habe es mitgenommen. Freilich, wenn auf dem Boden liegt und allerhand Viecher, nicht, waren die Ameisen dabei. Kind drin, voller Ameisen. Dann habe ich ganz verzweifelt, dann habe ich Platz gesucht, dass ich aufs Gott habe gegeben. Mit dem Kind hat der Bauer die halt mitgenommen, weil ein Kind hat gehabt. Das müssen das Kind weg tun. Warum? Ja, weil du Zeit versammelst. Ja. Du mit dem Kind hast mit dem Kind arbeiten, dann tust du die Arbeit versammeln. Das darf aber nicht sein. Ja. Du musst ständig bei der Arbeit sein. Ja. Der Vater ihres Kindes war Knecht. Ach, den habe ich stehen gelassen, ist er gegangen. Ja, na ja, mein Gott, nichts zahlt fürs Kind. Und du musst alles herhalten, was du was er brauchst. Das kann keiner geben, wie er will. Apollonia hatte 4 uneheliche Kinder, die sie nicht bei sich behalten durfte. Dann heiratete sie, bekam noch 2 Kinder. Der Mann fiel im Krieg. Ihr Leben lang war Apollonia Magd. Heute lebt sie in einer Kreusche in Kärnten, die dem reichsten Bauern des Dorfes gehört. Für das Quartier hat die heute 81-Jährige bis vor kurzem noch gearbeitet. Wenn du tüchtig warst und gearbeitet hast, war ja nicht schlecht. Ja. Aber verdienst du nichts. Ja, ja, so ist es gewesen. Schöne Zeiten hinter sich, aber es ist ja im Himmelreich. Hüttenberg, Schloss Waldenstein. Im ehemaligen Pferdestall des Schlosses wohnt Rosa Reiterer. Von ihren 5 unehelichen Kindern hat sie nur das letzte bei sich behalten. Ich habe ihn überall bei mir gehabt. Überall. Aber den habe ich nicht verlassen, weil er so krank war. Weil die Mutter hat ja nicht mehr schauen drauf. Sie ist ja nichts mehr, gar so gut benannt gewesen. Und den habe ich immer bei mir gehabt bis daher. Wenn Rosa in der Früh mit den Bauern aufs Feld geht, lässt sie das Kind am Hof. Die Bäuerin ist ja zu Hause. Jetzt habe ich ihn zugesetzt, das Töpfel und der Schammerl vorne. Dann habe ich müssen geholfen sein. Hobersahn im Vorjahr. Der Bub war aber schon 6 Monate. 6-7 Monate war er alt. Und dann bin ich zurückgekommen, um 7 Uhr bin ich mitgegangen mit dem Bauern, und um 10 Uhr bin ich zurückgekommen, ist der Bauer noch gleich gesessen, aber ein bisschen umgeklärt und ist geschlafen. Und daneben war aber die Wiegen, die Bauern die hatten nicht einmal in die Wiegen reingelegt. Das tut mir heute noch weh. Die Magd ist froh, dass sie das kranke Kind bei sich behalten darf. Doch für die Frau des Bauern ist es nur ein unerwünschter Esser mehr. Ah, der war neidig. Eine neidige Frau. Mare. Hat so viele Sachen gehabt. Butter und Schmutz. Ja, wenn ich habe Milch gegeben und habe mir so viel gehabt. Und das war ja hungrig. Ja, wegen hat sie gesagt, es ist nicht möglich, dass das Kind so viel kann essen. An Heirat war nicht zu denken. Und die Folgen der Liebe hatten die Mägde alleine zu tragen. Wusste man sich nicht zu helfen? Hat einer gesagt, ich trinke halt aber so einen Krautofen für die Erdäpfel, so gewachsen. Der trinkt immer so einen Tee. Und habe ich auch probiert. Aber mir jetzt nichts geholfen. Vöhl im Waldviertel.
Maria Stöger, 1917 geboren, hat ihre Mutter nie gekannt. Der Vater ist Knecht und kann sich um sein Kind nicht kümmern. Maria kommt zu Zieheltern. Sie darf nur bis 13 in die Schule gehen, dann wird sie von der Fürsorge an einen Bauern vermittelt. Sie ist eine billige Arbeitskraft, bekommt keinen Lohn, kaum Kleidung, fast kein Essen. Elternlose Kinder waren begehrte Arbeitskräfte für die Bauern, die sich die Kinder von der Fürsorge holten. Die Kinder sind halt weitergegeben worden. Nicht? Da sind die Leute hingegangen, die haben auf der Fürsorge gesagt, wir wollen also eine Mauer mit 14 Jahren oder mit 10 Jahren oder mit 8 Jahren. Also die Fürsorge hat es dann vergeben, nicht? So wie die Bauern gebraucht haben. Maria leidet an der Einsamkeit. Eines Tages taucht ein Mann auf. Er ist Arbeiter. Zwei Kinder kommen. Die Mutter des Arbeiters ist gegen eine Ehe. Er hat gesagt, na, was tut er denn mit der ist ja nichts. Stall dir. So ein Stallbissen braucht er sich nicht haben. Ich habe mich da nicht gerenkt. Ich denke, da kann man nichts machen. Es sind schon mehr überblieben. Ich war zufrieden, wenn man denkt, wenn ich alt bin, habe ich zwei Kinder. Der Vater ihrer Kinder fällt im Krieg. Der Bauer duldet Maria mit den Kindern, doch Lohn erhält sie keinen. Sie arbeitet für Kost und Quartier. Wieso hat denn der Bauer nichts zahlen? Na, weil er drei gegessen hat. Mit 13 ist er da geworden. Das ist wahr so, weil für drei Verpflegung, das, da kann man wirklich sagen, da muss man zufrieden sein, dass er drei versorgt hat. Für die Kleidung der Kinder muss sie betteln gehen. Und das Bett, in dem Maria mit ihren Kindern schläft, muss sie selbst besorgen. Nur bei mich ist aufgekommen. Das Bettband habe ich selber haben müssen beim Bauern. Für die Kinder, für das Bett habe ich aufkommen müssen. Oder wenn eine alte Frau gestorben ist und hast das erfahren, hast das Bett gekauft. Nicht ganz billig. Das ist ja wahr. Die Tücher und der Polster. Haben Sie einen Lohn bekommen von einem Bauern nach dem Krieg? Nach dem Krieg habe ich gehabt 100 Schilling im Monat und ein bisschen Zubesserung. Das war ein Glarl oder ein Strümpf, ne? Zu Weihnachten. Das war so ein Jahreslohn. Ne? Spart aber mir gar nichts. Der Bauer zahlte für Maria viele Jahre keine Versicherung. Deshalb bekommt sie heute keine eigene Rente. 1954 heiratet sie. Der Mann starb und hinterließ ihr ein Häuschen. Nun hat sie eine kleine Witwenpension und einen Platz zum Wohnen. In der Zwischenkriegszeit wurde die Pflichtversicherung für Landarbeiter eingeführt. Doch so mancher Bauer vergaß sie einzuzahlen. Ein Dienstbote galt so viel wie seine Arbeit. Wer krank wurde und nichts arbeiten konnte, galt nichts mehr. Oft wurde er entlassen. Und in der Abgeschiedenheit der Bauernhöfe erfuhren die Dienstboten meist nicht, was ihnen zustand. Wenn ich krank war, aber da hast du kein Krankengeld nicht gekriegt und keinen Krankenstand, das auch nicht gegeben. Ich bin halt zu meiner Mutter heimgekommen. Und der Bauer hat mich dann entlassen, weil ich nicht arbeiten konnte. Nicht. Da habe ich nichts gekriegt. Oder kein Mensch daran denkt, dass das wirklich für spätere Jahre wichtig war. Auf das bin ich erst gekommen, wie die letzten Jahre wegen der Renten zusammengesammelt haben. Da bin ich drauf gekommen, da bin ich versichert gewesen, wie die ersten zwei Jahre, die anderen Jahre ja schon. Hat es Ihnen gefehlt, die zwei Jahre? Ja, schon. Weil ich hätte ein bisschen Renten gekriegt von den Bauern, wenn ich versichert gewesen war. Das sind die Spätfolgen des Dienstbotendaseins.
Viele ehemalige Knechte und Mägde leben heute von der Mindestrente oder Fürsorge, obwohl sie ihr Leben lang schwer gearbeitet haben. Unserer letzten Geschichte. Alfred Obwaller war Knecht auf einem großen Bergbauernhof in Pinzgau. Mit 16 musste er bereits Holz führen. Eines Nachts passierte es. Und da war es halt auch mal zum Holztüchen, nicht? Und der Holztransport hat müssen in der Nacht durchgeführt werden, weil der ist auf der Sonnseite gewesen. Da bin ich runtergefahren und einen großen Baum drauf und der war so schwer. Und da hat es mir den Tatz aus der Hand geschlagen. Und da bin ich dann wieder aufgekommen auf den Schlitten und wollte den Fuß nachher. Dann habe ich schon gespürt, holla, jetzt ist es für mich vorbei. Ich krieg den Fuß nicht mehr zu. Dabei hat es mich schon unter die Schlittenkurven reingeholt. Und nachher hat es den Schlitten quergestellt und ich bin da unter der Fuhren gelegen. Und dann hat der Bauer ein bisschen überlegt, sollte man den Baum hinunterkegeln, nachher ist er fort. Oder sollte man auf Zeit kegeln und den da unten ein bisschen liegen lassen. Nicht? Ja, der Bauer hat gesagt, nicht das Holz da alle kegeln, das war ja ewig schade ums Holz. Nicht? Und nachher waren die Füße schon so verschwollen und alles. Dann haben wir mit dem Schlitten nach da, aus da geliefert. Nicht? Und wie ich da unten war, nicht, habe ich mir gedacht, ja, das Erste war natürlich, dass ich einen Arzt. Aber leider haben sie gesagt, das kriegen wir schon hin, das werden wir alles wieder in Ordnung bringen. Nicht? Und Arzt habe ich halt keinen gekriegt. Und nach 3 Wochen, man ist ja ein junger Bursch mit 16 Jahren, mit 3 Wochen bin ich oft schon wieder aufgestanden, aber ich habe vertauschbar Schwierigkeiten gehabt. Nicht? Natürlich bin ich später draufgekommen, warum wir dir keinen Arzt geholt haben, nicht? Weil ich eben nicht versichert war. Dem Herrn war das Holz mehr wert als der Knecht. Das kann Alfred Obwaller nicht vergessen. Wenn das ist irgendein Kribbeln ist, das am Bauch, dass man viel kriegt, wenn man den Menschen jetzt da hier, den kommt man zu reißen oder zu legen einfach. Und ich muss aber auch wieder sagen, sowas vergiss ich nicht. Und an einem 100. Jahr, wenn ich überhaupt so alt wäre, werde ich sowas nie vergessen. Denn das ist eine Schweinerei gewesen. Und, aber was rege ich mit den da lang aufs Leben, muss ich ja weitergehen. Und nicht so, wie ich da wieder miteinander nichts da lang.